Artikelnummer SCP-1543-J. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Da SCP-1543-02 von der Foundation gebaut wurde, erfordert es keiner besonderen Form der Verwahrung, außer dass es aufgrund seiner fortschrittlichen Technologie und anormalen Materialien vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben muss. Aus diesem Grund werden neben Unsichtbarkeitsfeldern und Lichtreflektoren auch Störsignale für Funkübertragungen verwendet. SCP-1543-01 ist lediglich ein rührseliges Andenken und ist daher in einem Museum aufzubewahren, welches um seinen ursprünglichen Standort herum gebaut wurde. Dieses Museum ist von einem erstklassigen Wartungsteam kuratiert und gereinigt zu werden, da SCP-1543-01 einen wichtigen Teil der Geschichte und des Vermächtnisses der Foundation darstellt. Aus diesem Grund erhalten alle Mitarbeiter mindestens einmal im Jahr Urlaub, um das Museum besuchen zu können. Level 3 und 4 Mitarbeiter erhalten Freikarten sowie einen Nachlass beim Zugang zum Hörsaal. Beschreibung: Bei SCP-1543-01 handelt es sich um ein Katapult mit einer absurd großen Reichweite, das 1600 entworfen wurde, um ein allgemeines Bedürfnis in der damaligen Zeit zu befriedigen, gefährliche und potenziell realitätsverändernde Objekte in die Sonne zu schießen. Offenbar dachte man damals, dass die einfachste und effizienteste Art der Entsorgung von SCPs die brennende Hitze eines Sterns sei, selbst wenn das betreffende Objekt auf einfachere Weise zerstört werden, während des Flugs durch die Luft fliehen oder sich von der Energie im Inneren des Dings, das es vernichten sollte, ernähren könnte. Obwohl dieses Verfahren eine unnötige Verschwendung von Ressourcen und Zeit darstellte, wurde es trotzdem häufig als die beste Option angesehen. Im Inneren des Museums, das um 1543-01 erbaut wurde, finden sich Nachbildungen aller SCPs, die von SCP-1543-01 in die Sonne geschossen wurden, entweder in Glasvitrinen, auf Sockeln, in Gemälde oder Fotoformen oder als Schlüsselanhänger. Einige dieser SCPs waren ein 10 Meter großes Monster, ein Mensch, der zwar unverwundbar, aber nicht stärker als ein normaler Mensch war und Schmerzen empfinden konnte. Also mal ernsthaft, warum konnten sie den nicht einfach einsperren, ihn in seiner Zelle allein lassen? Hat es sie wirklich so sehr gestört, dass er nicht vernichtet werden konnte? War das so eine Ego-Sache? Gott, sie hätten die Sache einfach lassen sollen. Eine Atombombe aus der Zukunft verursachte als Folge einen monatlangen Sonneneruption, halb Europa wurde sterilisiert. Ein winziges schwarzes Loch hätte fast ein Weltuntergangsszenario ausgelöst. Eine Miniatursonne. Daten gelöscht. Ein wärmeabsorbierender Ring, der Menschen in der Nähe leichte Kopfschmerzen verursacht. Den Aufsehern wurde gesagt, sie sollen sich einfach ein wenig beruhigen. Eine denkende Differenzmaschine, die nach einer besseren Energiequelle verlangt und angedeutet hatte, dass sie die Sonne als solche nutzen könnte, wurde in die Sonne geschossen, Singularität erreicht und die Erde überfallen. Ein Baum, der sich von Energie ernährte und dadurch stärker wurde und dem immer mehr Äste wuchsen, die Menschen angriffen. Das war der tatsächliche Name. Die gesamte Führungsriege der Foundation wurde in Folge wegen grober Dummheit und Inkompetenz hingerichtet. SCP-682. Es wuchsen ihm Flügel. Viele Menschen hatten am Ende messerscharfe Federn in ihren Augen. Bei SCP-1543-02 handelt es sich um eine große Raumstation in der Form einer Kanone. All das Geld, das in die Heilung von Krankheiten oder die Gestaltung besserer Standorte hätte fließen können, wurde stattdessen in den Bau dieser Station gesteckt. Es scheint ganz, dass die Oberen ganz besessen von diesem Ding sind. Die Aufwendung dieser finanziellen Mittel ist der Grund, dass sie 3 Fusionsringe und einen Kernreaktor, 14 bordeigene KIs sowie eine vollständige Ausstattung besitzt und über das präziseste Zielsystem, das je hergestellt wurde, verfügt, mit dem der exakte Punkt ausgewählt werden kann, auf den das betreffende SCP geschossen werden soll. Auf der Seite der Station ist folgendes Motto aufgemalt: Im Zweifelsfall einfach in die Sonne schießen. Was nach Meinung einiger nicht an den Flair des alten SCP-Grundsatzes »Hinein in die feurige Sphäre mit euch« heranreicht. Im Folgenden finden Sie einen Auszug aller Objekte, die von dieser Station in die Sonne gefeuert wurden. Ein Meteorit, der beim Auftauen eine massive Explosion verursachte. Eine riesige Kreatur aus einer anderen Dimension, die sagte, sie sei hierher gekommen, um, Zitat, »unsere Sonne zu verschlingen«. Folge waren 14 Tage Dunkelheit. 214 Viren, 513 Bakterien, einen Sonnenkerndämon aus dunkler Materie, 12 Pilze, von denen 3 bei Raumtemperatur sterben, ein völlig harmloser Stein, der nicht zerstört werden konnte, solange er in der Nähe der Erde war.
ein kleiner Globus, der das Geschehen auf der Erde kontrollierte. Was immer ihm zugefügt wurde, geschah auch auf unserem Planeten. Daten gelöscht. Eine Kiste mit einer winzigen Version unseres Universums. Daten gelöscht. Eine, Zitat, gruselige Lampe. Ein ebenso gruseliges Gemälde. SCP-682. Es kam brennend zurück. Anhang 01. Ja, mir gefällt der Ton dieses Berichts nicht. Die Sonnenschleuder ist verdammt geil. Jeder weiß doch, dass echte Kerle SCP-1543 lieben. Ich habe ein Poster davon in meinem Quartier. Yeah. Anhang 02. Wegen des anhaltenden Widerstands von 682 in die Sonne geschossen zu werden, wurde eine neue Lösung gefunden. Der Bau einer noch größeren Sonnenschleuder, die speziell für die Echse entwickelt wurde. Man munkelt, dass diese in der Lage sein könnte, a. den Bastard direkt durch die Sonne zu schießen, b. ihn wirklich hart in die Sonne zu schießen oder c. die Sonne in Richtung der Raumstation zu ziehen. Wegen der Kosten dieses massiven Unterfangs musste die gesamte Forschungsabteilung stillgelegt werden. Sagen wir einfach, sie waren nicht zufrieden und gingen nicht stillschweigend. Ein paar von ihnen schrien beim Gehen, dass sie einen Weg gefunden hatten, 682 zu töten. Was für ein Haufen von Verlierern. Anhang 03. Es existiert eine lange Tradition der Rivalität zwischen dem Einsatzkommando, das die Sonnenschleuder betreibt, und Team 10, Codename 12 Zillionen nukleare Detonationen, die auf einmal losgehen. Beide halten ihren Weg für den besten und den der anderen für völlig lächerlich. Anhang 04. Team 10, Codename 12 Zillionen nukleare Detonationen, die auf einmal losgehen, hat sich wegen der ganzen Aufmerksamkeit, die der neuen Sonnenschleuder gewidmet wird, sowie wegen der vielen Geldern, die in das Projekt fließen, beschwert. Als Kompromiss wurde folgende Vereinbarung getroffen. Eine nicht bekannt gegebene Anzahl von Atomraketen wurde auf der Raumstation platziert, nur für den Fall, dass etwas schief geht, und Knöpfe zur Aktivierung der Selbstzerstörungssequenz wurden in offen zugänglichen Räumen platziert, um einen einfachen und schnellen Zugang zu ermöglichen. Als die Liga des unnötig vergeudeten D-Klasse-Personals davon hörte und sich über diese Günstlingswirtschaft beschwerte, wurde eine Fuhre Gefangener zur Station transportiert, die dort innerhalb eines speziellen Bereichs außerhalb der Station verwahrt werden. Eine weitere Interessensgruppe, der Weiße Rohrstock, versuchte auf den Zug aufzuspringen und forderte, dass diese D-Klasse-Mitarbeiter aus Gründen einer sicheren Verwahrung geblendet werden müssten. Man konnte die Gruppe beruhigen, indem man ihnen versicherte, dass das Vakuum des Weltraums höchstwahrscheinlich dafür sorgen würde, dass die Augen des betroffenen Personals aus den Schädeln platzen werden. Anhang 05. Die Abteilung für die Bewaffnung von Gewalttätern hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass das D-Klasse-Sicherheitspersonal mit dem leichten Maschinengewehr M249 ausgestattet wird. Weitere Anträge auf FMJ, Sprengstoff oder Brandmunition werden derzeit geprüft, da der jüngste, Zitat, Mikrometeoritenschauer redigiert Schäden in Höhe von etwa 7 Milliarden US-Dollar verursacht hat.